Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Real Projekt zusammen mit Kai. Hallo. Und mit Martin. Hallo. Diesmal wieder eine große Runde. Letzten drei Parts. Ja, naja, große Runde schon eigentlich. Für die letzten Parts oder für die letzten zwei, drei Wochen waren wir nie mehr als zwei. Es hat nur kurze Zeit gegeben, wo der Martin und Max. Manuel war mit dabei. Glaube ich. Max war einmal, aber da warst du, Martin, nicht dabei, oder? Oder war der Manuel da kurz dabei? Das könnte sein. Ich weiß gar nicht. Stimmt, der ist reingestört. Ja, aber viel mehr schaffen wir gerade in letzter Zeit nicht. Aber es ist halt mit drei Spielern ist eigentlich eh ganz angenehm zum Arbeiten. Ja, ich hab mir, glaube ich, den Kalk oder mal kalken. Ja, ich schnapp mir nachher. Entweder ich nehme, was für ein Traktor werden frei? Von den Großen. Naja, nur der große Steier. Okay, den lasst mal, wenn es geht, wenn es ihm nicht brauchst, lasst ihm dabei. Weil dann hänge ich mir dann nachher gleich die Federzinken-Ecke drauf. Weil wenn ich mit Johnny über das gepflügte Feld fahre, das wird ein bisschen ja, mühsam, weil der ja Pflugmod drinnen hat. Ja, ja, und das ist ein Spaß. Ja, ich habe natürlich schon die Kommentare gelesen von dem gestrigen Bart, der gekommen ist, dass man nicht das eigentlich so macht, wie ich das mache, da jetzt gerade pflügen. Weil ich habe ja, ich weiß nicht, Kai, du wirst ihn noch nicht gesehen, oder? Und doch, nach außen hast du gepflügt. Ja, nein, nicht nach außen. Ich habe immer links, rechts. Ja, ist ja nach außen. Du hast nach außen gepflügt. Du hast in der Mitte sozusagen später die Flugfuhr. Ja, und das macht man nicht, angeblich. Wir schon teilweise. Also ich muss ehrlich sagen, es ist ja im Endeffekt wurscht, weil nachher fährst du sowieso mit einer Federzinken-Ecke oder mit irgendwas drüber und dann tust du das eh wieder auseinander ein bisschen. Ja, es kommt darauf an, was für Flächen du hast. Wir haben ja bei uns Gräben umzu. Und halt noch so Gruppen nennt sich das, so kleine Gräben im Feld sozusagen, dass das Wasser besser wegkommt. Und zwischen diesen Gruppen haben wir das rund gepflügt und deswegen pflügen wir teilweise von der Mitte nach außen hin sozusagen. Von einem Kreis. Ja, aber ich habe sozusagen die Außenbahn, sowieso umgedreht. Ja, das machen wir dann zum Beispiel nicht, weil wenn es uns zu rund ist, pflügen wir das auch, so wie du das pflügst sozusagen. Okay. Also es ist auch praktisch gängig. Ja, ich glaube, das macht. Ja, und es kommt halt darauf an, ob du mit wie breit das Feld ist, weil ich fahre ja links, rechts, gleich links, rechts, immer, dass ich sozusagen dass ich mir das Drehen erspare. Und dann war sozusagen die Rede davon, dass man ja das Drehen dauert, keine Ahnung, 10 Sekunden normalerweise und links, rechts fahren zum Feld dauert 30, 40 Sekunden. Und ich denke mir da jetzt, ich habe mir das jetzt angeschaut, natürlich wird der Abstand immer geringer, aber auch am Anfang wäre das eigentlich nicht so lang gewesen. Oder ist es nicht so lang gewesen? Ich weiß nicht, ob das so halt, weiß nicht, wenn ich da rückwärts gleich wegfahre, weil mit 15 km/h kannst du auch übers Feld brettern. Über ein sozusagen abgeerntetes. Da ist es eh solange es abgeerntet ist, ist es eh halbwegs okay. Nachher, wenn es gegrubbert ist oder wenn es so gepflügt hast, ist es ein bisschen mühsam mit den Geschwindigkeiten zu fahren. Wenn es gepflügt ist, wenn es gegrubbert ist, geht es auch noch. Ja. Aber sonst. Weil sozusagen ich fahre jetzt immer die Länge, bis ich sozusagen vorne am Feldende bin, hebe aus und fahre dann gleich rückwärts auf die andere Seite vom Feld. Und da habe ich so, okay, ich habe 20 km/h da drauf, das ist schon viel. Das ist doch relativ heftig, ja. Ich habe gar nicht gewusst, der Johnny geht rückwärts 29, wenn es ihm voll ausfasst. Nee. Irgendwie heftig. Glaub nicht, dass oder das nicht auch so ist unbedingt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, also unser Steier. Unser läuft genauso schnell rückwärts wie vorwärts. Genau, unsere Knie macht das auch. Der hat nämlich genauso viele Gänge wie halt vorwärts, wie rückwärts, halt im Endeffekt schaltest du nur sozusagen nur den Zahnriemen um, der nachher, ob der vorne angreift oder hinten angreift, sozusagen Vorwärtsantrieb oder Rückwärtsantrieb. Und dadurch hast du die gleiche Geschwindigkeit ja vorwärts wie rückwärts. Ja, gut, das habe ich jetzt nicht gewusst. Halt, ich habe keine Ahnung, ob wenn du einen Trecker mit Gangschaltung hast und der nur die Wendeschaltung hast, das vorwärts, rückwärts, der fährt. Rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Ich weiß nicht, wie das bei den 50 km/h Schleppe ist, ob die 50 dann auch rückwärts gehen. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist ein bisschen heftig dann. Aber 50 rückwärts ist doch relativ viel. Ob es dann nicht mit der Elektronik, was die bei den Stufenlosen im Endeffekt nachher ausreguliert. Ja, dass du die auf 20 regelt oder so. Dass er da gar nicht mehr sozusagen mit der Umdrehungszahl gar nicht höher geht. Weil um die 50 zu erreichen, brauchst du nachher keine Ahnung.
2000 Umdrehungen oder sowas vom Motor. Nee, bei den Stufenlosen nicht. Ja, aber zum Beschleunigen mal schon. Zum Fahren nice. Fahrt er nachher um 1400-1500. Fahrt der Fan, glaube ich. Mit der reduzierten Drehzahl. Je nachdem, wie viel. Unter was für eine Last er halt steht. Ist klar, natürlich, ja. Der Fan, der dreht sowieso, meine ich, nur bis 1800 Touren. Ich habe keine Ahnung. Wenig? Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Ist nicht die reduzierte Drehzahl, die 1800? Meine großen drehen nur 1800. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ja, ich weiß nicht, wie das, weißt du, das kommt halt immer drauf an, wie viel Zylinder du hast, wie viel Hubraum du hast, was er da drehen, also ob es überhaupt braucht, dass er so viel so hoch dreht. Case und Steyr drehen bis 2-3. Okay. Haben die mehr Hubraum oder weniger als Fans? Oder tun sich die nicht viel? Ich glaube, die tun sich gar nicht so viel. Es wurde ja auch gewünscht, dass ich mehr in der Innenansicht fahre von einigen. Jetzt probiere ich das immer ab und zu ein bisschen aus. Beim Flügen mit GPS geht's eigentlich. Da geht's ja. Alles Kalken oder so. Kalken ist ganz vergessen. Es sei denn, du fährst auch mit GPS, aber dafür vielleicht nicht. Aber da hast du wenig. Das geht sich nicht aus. Oder auch beim Ansehen habe ich eigentlich mühsam, weil du, wenn du da gleich, weißt du, so inselmäßig fahrst und teilweise fahren wir ja ohne GPS sogar da bei den Inseln oder wir hauen nachher erst beim Reinfahren irgendwie den GPS an, dann ist es auch fast mühsam, wenn du da nicht. Scheiße, jetzt habe ich diesmal das erste Mal falsch gemacht. Wurscht. Wenn du da nicht so reinfährst wie in die richtige Spur, wenn du es nicht siehst von außen, ist das ein bisschen blöd, finde ich. Das ist das Einzige, wo ich mir extrem schwer tue beim LS mit herumschauen. Wenn du echt schaust, halt, du weißt nicht, tust du halt den Kopf mehr drehen, dann hast du ein größeres Blickfeld, finde ich. Da wäre halt so, wenn du drei Monitor hättest nebeneinander. Ich weiß aber nicht, ob der LS das. Ob der LS das berechnen kann. Ja, ich glaube. Also auf den Bildern vom Lenkrad ist es ja drauf. Also ein Kumpel von mir, der hat auch LS mit G27, also sowas, und der spielt auch auf drei Monitoren. Ja, ja, aber die haben das, der berechnet, glaube ich, trotzdem nur den Bereich, was sozusagen bei einem Monitor sich bis nur teilt das halt nachher auf die drei Monitore auf. Ja, das ist auf. Rechts und links, dass du da nicht mehr siehst. Ja. Okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Im Endeffekt zehrst du ja das Bild einfach mit den Pixel. Halt, du zehrst es nicht, der wird es umberechnet. Wenn du mehr Pixel auf der, halt nicht 16:9 hast, sondern, 16:9, das wäre dann, weiß nicht, 32, 48 oder sowas zu 9, dann hast du sozusagen ein länger gestrecktes Bild. Muss nur der LS bzw. der Treiber umberechnen können, dass er da mehr links und rechts berechnet. Weil es gibt ja auch ein Bild von einem, der hat sich so ein komplettes, der hat vorne drei Monitore und hinten einen Fernseher auch noch, sozusagen einen großen Monitor noch. Gebaut und der berechnet das ja auch dann die ganze Zeit live. Halt müsste es eigentlich gehen. Ich denke ja. Weil ich glaube, es ist ja eigentlich gar nicht vom Spiel abhängig, sondern es ist Grafikkarten-Sache. Weil im Endeffekt sagst du der Grafikkarte, sie soll links und rechts nicht die Mausbewegung nachher berechnen erst, sondern sie soll links und rechts das mitberechnen und auch gleich ausgeben auf dem Bildschirm. Hat glaube ich nichts mit, ich glaube, das ist einfach im DX11 schon integriert oder sowas. Da bin ich jetzt gespannt, wie viel der 12 bringt. Auf jeden Fall auch, das wird noch spannend. Ja, genauso wie die neue AMD-Grafikkarte, die nächste Woche released wird, sozusagen. Ja, da was die jetzt wirklich bringt. Naja, es gibt schon ein bisschen so Sachen, aber das ist alles so halb offiziell. Das ist das immer, sie dürfen, dann gibt es von irgendwann einen Benchmark, ob der Benchmark jetzt richtig ist oder ob das ein gefakter von AMD ist oder sonst irgendwie. Das kannst du halt, das ist immer so, wenn was Neues rauskommt. Und da bin ich halt immer gespannt, ob die jetzt wirklich angeblich soll sie in 4K-Bereich, obwohl das viele nicht glauben, soll sie extrem gut sein. Normalerweise brauchst du im 4K, das Problem bei den ganzen Grafikkarten hast du die Texturen, dass du mit 4 GB RAM, Vorraum, teilweise nicht auskommst, weil du sozusagen die 4K-Texturen hineinlädst in den RAM und dann zu wenig Speicher hast. Und das soll angeblich, soll die trotzdem besser sein als eine 89 Ti im 4K-Bereich und das wäre heftig, weil 4K ist die Zukunft und 4K ist einfach die Investition schon wert, aber es ist halt die Frage, ob es sich ausgibt mit einer
den 4 Gig RAM, was die noch hat. Ah, die haben halt so, den anderen. Die 89 hat 8, oder? Ja. Die 89 Ti hat 6. Ja, oder 6, ja, die Hälfte ja. Von der Titan. Titan. Aber sie ist höher getaktet als die Titan. Beziehungsweise läuft und läuft besser, weil sie ein anderes Kühlsystem bekommen hat und so weiter. Und ein paar Shader-Einheiten abgeschalten wurden. Und deswegen läuft sie besser und du hast einen höheren Takt. Und deswegen ist sie bei Spielen normalerweise zu bevorzugen. Beziehungsweise ist die Titan außer Frage, halt kauft sich keiner mehr. Kaufst du den nur, wenn du wirklich irgendwelche Spezialanwendungen hast, wo du den RAM brauchst. Die 12 Gig, was der hat. Das ist, sag ich mal, Spielegebrauch selten. Ja. Die ist ja auch extrem teuer, oder nicht? Was, die Titan? 1000 ja. War die Titan 1200 zur Zeit noch. Oder, okay. 12-1300. War meine Zeit günstiger? Nein, unter 1000 ist noch gar nicht gewesen. Sie hat kostet einmal 1150. Ist jetzt wieder ein bisschen, ich glaube, sie ist jetzt gerade mit dem Preis auch gefallen. Hatte ich 1200 war vor dem T-Release, halt 89 T-Release. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt ist. Beziehungsweise, wie jetzt nachher der Preis ist, wenn die R9, wie heißt die R9 Fury rauskommt. Ja, die Fury, genau. Fury X, halt die Fury ist im Endeffekt das uninteressant. Das ist die von AMD, die neue. Genau. Kommt aber wieder, der könnte auch wieder bei der Fury X, darf keine Board-Partner-Designs kommen. Das bedeutet, es kommt nur das Standard-AMD-Design und die sind mit einer Kompaktwasserkühlung ausgestattet. Ist natürlich eh schon was Geiles, muss man sagen, aber es kommt halt drauf an, was für eine Pumpe haben sie verbaut, wie laut ist die Pumpe, wie ist die. Ich zum Beispiel wollen, keine Ahnung, auf einer Grafikkarte. In dem Niveau wäre halt eine Wasserkühlung ist ganz gut und schön, aber wenn die dann, die haben nur einen einfachen Radiator drauf, halt einen 140er glaube ich. Nee, 120 glaube ich sogar nur. Oder nur ein kleiner, okay, dann sogar nur einen kleinen 120er. Ein kleiner 120er ist im Endeffekt, ja, da wäre schön ein 240er, halt einen doppelten oder ein 280er oder sowas. Oder 360er ist ein Triple Radiator, aber ein doppelter mindestens wäre schon sinnvoll. Meiner Meinung nach. Ja, dass es überhaupt die Kühlleistung bringt. Ja. Naja, angeblich bringt der die Wasserkühlung 500 Watt Abwärme und sie kann ja maximal die 2,8 Pins Stecker plus die plus den sozusagen PCI-Bus und da geht maximal 375 Watt. Und angeblich ist sie mit 275 Watt angegeben. Wo viele noch glauben, dass es nicht sein kann. Ganz. Ja, das werden aber dann, sag ich mal, jetzt die nächsten Tage zeigen, Wochen. Ja, es kommt halt, wir haben heute den 19., glaube ich, wo wir aufnehmen. Ja, ja, und am 24. ist der Release und da ist ja auch sofort im Laden verfügbar. Ab dem Tag. Okay. Halt ab nächste Woche, bewusst. Mittwoch oder so irgendwas. Und dann dürfen auch... Ich mich damit nicht so beschäftigt. Ab dem Datum dürfen auch Benchmarks und so weiter veröffentlicht werden. Und dann sieht man sowieso sofort, ob die TI zu bevorzugen ist oder eine... Fury X zur Bevorzugung ist. Du hast jetzt auch eine neue gekauft, da Kai, oder? Hab ich gehört. Ja, schon länger her, die 79. Von MSI. Ja, das ist von der, 79er ist eh die MSI Variante die beste. Ja. Vom Lüfter her. Bei der 89 die ist extrem leise. Bei der 89 ist das Superjet von Paulitz. Das ist nämlich... Nicht die Asus? Nein, echt? Asus hat nie die besten Lüfter. Die okay, haben meistens viel Leistung, aber nicht die besten Lüfter. Ja. Sag mal so, Lüfter Leistung, kann man ja auch tauschen. Von der Leistung her wird wahrscheinlich die Inno 3D Hercules die beste sein. Weil die hat den vier Lüftern drauf, die Karte, und ist overclockt bis ohne Ende meistens. Was aber bei Nvidia viel schwerer ist, weil Nvidia lastet den Boost-Clock nur bis, keine Ahnung, 60 Grad zu oder sowas. Und das eigentlich jede Grafikkarte das heißt, übersteigt. Der Takt ist automatisch schon ein bisschen runter. Extreme Kühlung. Ja, bei AMD waren es immer 75 Grad und das ist jetzt auch bei der Fury wieder so. Und das ist halt der Vorteil von der AMD-Grafikkarte, dass die nicht so schnell runtertakten. Obwohl du, wenn du eine, weiß nicht, 89 Ti hast oder sowas und dann dir eine zweite irgendwann kaufen willst und sagst, ja, du brauchst die Kühlung besser, na, dann hast du sowieso eine Wasserkühlung auf beide drauf und dann kannst hältst du die Temperatur leicht unter 60 Grad, wenn du nicht oben auf jeden Fall. Da hast du kein Problem mehr. Und zwei Grafikkarten würde ich sowieso nur mit
mit Wasserkühlung betreiben. Ja, aber so, sonst geben die Wärme ja gegenseitig an sich. Ja, sie hauen sich so depp. Halt die eine kriegt meistens, kommt aufs Mainboard an, wenn du halt auseinanderstecken kannst, sozusagen, dass du einen Slot dazwischen lassen kannst, dann hast du eigentlich schon genug Wärme, aber du brauchst halt extrem Zuluft dann auch, dass du die Wärme irgendwie sinnvoll abbringst. Ja, wir sind's für heute schon wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder in einem neuen Part vom LS13 Real Projekt. Bis dann. Tschüss. Ciao.